Einen wunderschönen guten Tag. Wieder in Amman, wieder in einer sehr bekannten Stadt in Jordanien. Ich bin wieder in Jerash und heute möchte ich ein paar andere Bilder von Jerash zeigen als in meinem ersten Film über Jerash. Ich werde gleich mit euch in das sogenannte Hippodrom gehen und ich werde eine komplette Runde mit euch laufen im Hippodrom, so wie man das aus diesen Wagenrennen geht. Und wir werden jetzt gleich mal zusammen genau dahin gehen. Ne? Hier ist der Adriansbogen. Den kennt ihr auch schon. Und jetzt gehe ich mal mit euch durch den Adriansbogen gleich ins Hippodrom. Und wir werden direkt in der Startbox uns aufstellen und von dort aus wirklich loslaufen. Bis gleich. So, mittlerweile stehe ich jetzt direkt vor dem Eingang zum Hippodrom und nur mal so ein paar Zahlen für euch. 17.000 Menschen passten dort hinein. Das Ding ist 265 Meter lang, 50 Meter breit. Wahnsinn. Und jetzt gehe ich mit euch rein. Auf ins Hippodrom. Auflauf der Gladiatoren. Gut, die gibt es nicht mehr. So, wir gucken Richtung Startboxen. Da hinten sind die zu sehen. Und es ist gewaltig, was man hier sieht. Und da geht es runter. Komplett Hippodrom. Was man im Hintergrund bei mir noch sieht jetzt, ist so eine alte Tribüne. Die anderen Tribünen sind leider nicht mehr erhalten. Die gibt es nicht mehr. Sind vernichtet worden bei den größten Erdbeben in Jordanien. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, war das um 700. Das schwerste Erdbeben hier in Jordanien, wo dann sehr, sehr viel zerstört wurde. Und ich gehe mit euch jetzt mal zu der Startbox. 10 Startboxen gibt es hier. Und von da aus starten wir eine komplette Runde im Hippodrom. 2000 Jahre alte Geschichte. Das Gras ist sehr hoch hier, aber die sind gerade dabei, das auch wieder vorzubereiten. Denn hier in Jordanien wartet man natürlich immer noch dringend auf Touristen, die sich das anschauen. Und ich stehe jetzt direkt vor einer Startbox. Es ist die Startbox Nummer 5. So, wir stehen jetzt hier in unserer Startbox Nummer 5. Das ist der Blick nicht ins Hippodrom, sondern das ist der Eingang gewesen. Und hier jetzt der Blick ins Hippodrom. Und da werden wir jetzt mal eine komplette Runde machen, so wie es in dem Film von Ben-Hur auch zu sehen ist. Von hier aus wird gestartet. Und wir gehen jetzt zusammen los. Eine Runde Hippodrom. 2000 Jahre alt. Das besterhaltenste Hippodrom auf der Welt. Es gibt kein Hippodrom, was so erhalten ist wie das hier in Jordanien. Und phänomenal. Ich bin mal in Rom gewesen. Hab gedacht, in Rom kann ich sowas sehen, aber in Rom gibt es das nicht, weil es nicht erhalten ist. Und hier in Jordanien eines der besterhaltensten, vollständigsten Hippodromen der Welt. Also ich kann euch nur empfehlen, wer da Interesse hat an der Geschichte, wer diese Ben-Hur-Filme mag aus diesen alten Zeiten, der ist hier in Jerash wirklich gut aufgehoben. Und das war das Hippodrom.
Ich gehe jetzt mit euch weiter, direkt nach Jerasch. Und im nächsten Film möchte ich euch gerne das Theater zeigen. Eines der besterhaltensten. Das ist von der Akustik phänomenal. Kommt im nächsten Film. Wenn euch das gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Bis bald. Ciao.